Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Für unseren Adventsengel sind wir heute nach Glandorf gefahren, und zwar ins Theresienhaus. Und das ist eine Einrichtung der Caritas. Und heute wollen wir euch zeigen, wie man mit ganz banalen, günstigen Mitteln etwas macht für die Adventszeit. Und heute machen wir einen Adventskranz. Und der Michael ist Ergotherapeut hier im Theresienhaus. Erklär mal ganz kurz, wen ihr hier betreut. Wir betreuen im Theresienhaus mehrfach abhängigkeitskranke Menschen im Alter von 18 Jahren, oben hin keine Grenzen. Heute sind wir in der Holzwerkstatt, wie man uns schon erkennt, und wir wollen heute einen Adventskranz machen. Wir zeigen euch jetzt mal ganz kurz, was man dafür braucht. Also wir fangen an mit der Basisplatte sozusagen. Das ist dieses Holzstück. Wo bekommt ihr das her? Wahlweise bei jedem Tischler nachfragen. Das sind unsere Kerzenhalter, ganz normale Flaschen, Milchflaschen, alles was ihr brauchen könnt. Es gibt verschiedene Größen, verschiedene Formen, und die wollen wir natürlich nachher hier auf dieses Brett festmachen, also fixieren. Dazu brauchen wir eine Klebepistole, hat eigentlich auch jeder zu Hause. Und natürlich sollen die Flaschen nicht so leer drauf, wie sie hier sind, sondern wir haben natürlich auch bei euch den Garten geplündert. Also was haben wir hier? Wir haben hier Tannengrün dabei, wir haben das hier, Konifere ist dabei, wir haben Efeu. Und das, was ganz Besonderes, das sind sogar Liebesperlen, das passt ja zum Weihnachtsfest unheimlich gut. So. Ich weiß nicht, nur Liebesperle kommt, glaube ich, auch ziemlich gut. Jetzt machen wir einfach mal ab. So, einfach mal mit rein. Zwei Flaschen. Nochmal zwei Flaschen. Danke, Micha. So, Klebepistole ans Werk. Einmal so ein kleines Häufchen machen. Wir haben hier so eine kleine Hohlkehle drunter. Wenn das alles erkaltet ist, jetzt der Rest. Und das sind diese vier Kerzen. Da könnt ihr natürlich Kerzen nehmen, egal nach welcher Farbe. Bitte einmal anschnibbeln, Michael, und dann positionieren wir die schön in den Flaschen. Nicht zu viel wegnehmen, dass er durchrutschen rein damit. Ruhig ein bisschen drehen, aber es hält ja schon. Wir sind wieder mit einem Kartoffelschälen früher, ne? Einfach mal abmachen, das fliegt auch ein bisschen in der Gegend rum. Wo Adventskränze gemacht werden, da fallen auch mal Kerzenspäne. Aber ich würde sagen, das passt. So, Michael, hervorragend. Also, ihr habt gesehen, innerhalb kürzester Zeit, das ist ein richtig abgecycelter, alternativer Adventskranz. Recht schnell gemacht, und das ist im Prinzip alles, was man schon mal verwandt hat. Und ich finde, es sieht ganz schön aus. Hier haben wir so Dinge gekriegt. Ne? Viel Spaß beim Nachbasteln.